mein Geld und meine Ausrüstung ist weg. Ja, aber wir gestorben sind wahrscheinlich. Ja, weil man gestorben ist, ja. So. Aber du hast Geld zurückgekriegt, also theoretisch kannst du es dir dann neu kaufen. Ja, nicht wirklich. Ja, 17 Dollar. Ja, ich habe jetzt 22, ich habe weniger als vorher. Ich habe 82 gekriegt. Ja, du hast doch mir gekauft, ne? Und ich habe Fotos von euch gemacht. Ich habe einen Taschenabdruck gekauft. Ja, wollen wir noch eine Runde? Was kannst du denn auswählen für Jobs? Endjobs. Ich. Oha. Ich kaufe jetzt kurz erstmal Sachen, wartet mal. Ja. Ist die Juli schon richtig Pro drin? Gar nicht. Thermometer. Wir sind hier nur die Praktikanten, ja? Taschenlampe haben wir, Videokamera brauchen wir einmal. Eine Kerze haben wir. Du bist Level 14. Taschenlampe brauchen wir noch eine vierte. Knicklicht, Kopfkamera, Feuerzeug, Bewegungssensor. Ja, das kaufe ich jetzt auch. Ich gebe jetzt mein ganzes Geld aus. Fotoapparat. Okay. Räucherstäbchen, Salz haben wir. Pillen. Oh. Taschenlampe, Stativ. Okay. Mhm. Entschuldigung. UV-Kamera? Ist. Hallo? Okay, also Jobs auswählen. Wir können zum Beispiel ins Tanglewood Street House. Ich weiß aber nicht, ob irgendwas wir da Gruseliges? Oh. In der Schule oder so? Wir können auch in der Schule gehen. Wir können auch ins Prison Geil, gehen. Lass uns in die Schule gehen. Was ist eine Schule? Highschool. Ja, eine Schule. Highschool, ja. Okay, es hat 58 Räume. Schaffen wir das? Das wird witzig. Jeder alleine. Jeder für sich. Echt jetzt? Jeder für sich? Ja, wir haben eine Taschenlampe, das können wir nicht machen. Wir haben vier Taschenlampen. Da steht 1 von 4. Bei mir steht 4 von 4. Jetzt ja. Ja, jetzt willst du scannen, das hast du. Man sieht, wie die da hochgeht, die Zahl. Ne? Gar nicht? Der lügt uns beinhart an. Ja. Lässt ihre Praktikanten einfach sterben, so, weißt du? Gar nicht? Okay, ich bin bereit. Let's go. Ab in die Schule. Let's go to the mall today. Das wäre auch cool, wenn es eine Mall geben würde. Eine Mall gibt's gar nicht, oder? Gibt's eine Mall? Keine Ahnung. Es gibt nur eine Irrenanstalt. Okay, ich nehme den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Also der Geist heißt... Ich mach wieder den Paparazzi. Der Geist heißt Harold Straffen. Haben wir einen Bewegungssensor? Weil Aufgabe 2 ist ja mit dem Bewegungssensor. Das sind nur optionale Sachen, die muss man nicht unbedingt machen. Da kriegt man aber mehr Geld dafür, wenn man das macht. Also mit dem Kruzifix kann man den Geist bei der Jagd verhindern. Mhm. Ich würde, glaube ich, diesmal das Buch nehmen und Fingerabdrücke. Aber dann musst du ja nicht. Dann hat es bei dem nicht gewirkt. Echt, okay. Ja, weil doch. Bei dem nicht. Nee, es wirkt ja nicht bei allen, oder? Ja, doch, eigentlich. Aber allen Geistern, glaube ich, nicht, nein. Also, ich habe jetzt das Geisterbuch und ich habe Fingerabdrücke. Ach du Scheiße, guck mal die Karte. Ja, wir haben gar kein Fotoapparat diesmal mitgenommen. Doch, habe ich genommen. Ach so. So, wir haben noch EMF und dass man mit dem Geist reden kann. Vielleicht redet Chris jetzt mal mit dem Geist. Nee. Ich guck gerade. Möchtest du Fingerabdrücke machen? Im ersten Stock, wo ist der Eingang überhaupt? Hier vorne, unten. Mitte, ne? Die grüne Tür, ja. Also müssen wir links zur Treppe. Und dann, wenn wir oben angekommen sind, rechts rum, der dritte Raum, da ist der Stromgenerator. Also wie nochmal? Erste Etage, oben, Treppe? Oben erste ist der, Etage, ja. Treppe, hoch, linke Seite, rechts rum, dritte Tür. Rechts. Warum rechts rum? Links und dann rechts rum? Links rum, ja. Das ist Erdgeschoss. Ja, dann gehst du hoch. Dann links die Treppe hoch. Nein, du kannst hier links die Treppe hochgehen. Hier gehst du hoch. Ja, links die Treppe. Du hast rechts gesagt. Dann gehst du da raus. Ja, man geht links raus und geht nach rechts rum. Ja, da rechts. Sorry, mein Fehler. Ja. Geht rechts rum. Also, okay. Also nehmen wir die Kamera hier auch noch mit und stellen die auf? Also ich habe die Kamera jetzt auch noch mitgenommen. Losgehen?
Okay, wer geht denn einer rechts rum, einer links rum, oder was? Ein Team? Das hängt hier noch an der Wand. Also ich habe keine Taschenlampe dabei. Ich brauche jemanden, der eine Taschenlampe hat. Ich hab auch keine. Das ist dieses Doch, ich hab eine. Das ist dieses komische. Da ist noch eine, Effi. Ja, ich habe aber schon drei Sachen dabei. Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Das ist übrigens dieses DOTS-Projector-Ding anscheinend. Das ist das, was ich jetzt habe? Dieses komische, das setzt du an die Wand und das macht dann so wie so Laser bei Matrix. Okay. Aber was das macht, keine Ahnung. Also können wir uns ja das in dem aufstellen, wo wir vermuten, dass der Geist an dir ist. Am besten, oder? Ja. Oder? Genau. Also hat jetzt jemand ein Temperaturmessgerät bei? Oder EMF? Nein. Ich hab das EMF mit. Okay. Ich hab Fingerabdrücke und Geisterbuch und Panasonic, also Videokamera. Ich hab Taschenlampe und Matrix-Gerät. Wir haben kein Temperaturdings. Okay, also ohne Temperatur. Ja, na dann los. Wo ist denn der Eingang? Zum Glück ist es nicht dunkel. Ja. Ich muss aufschließen, ich hab den Schlüssel. Ah, ne, geht gar nicht. Ich brauch gar keinen Schlüssel. Ich geh rechts rum. Ja, wer geht denn jetzt mit wem? Weil ich hab, wie gesagt, keine Taschenlampe. Ich hab keinen Slot gehabt. Wollen wir erstmal nach links gehen und gucken, ob wir den Strom wieder anwerfen können, wenn wir Licht haben. Der ist doch an. Jetzt hättest du ja kein Licht anmachen. Das können wir keine. Genau. Ich würde sagen, wir gehen alle mal nach links. Das Licht ist ausgegangen und die Türen sind da vorne zugegangen. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das Licht ist gerade hier wieder ausgegangen. Ja, jemand ist aus. Wo bist du? Spricht die alleine mit einem, oder? Keine Ahnung. Einzelperson. Reagiert auf Einzelpersonen, steht hier. Harold Straffen. Wenn er Harold heißt. Wieder gucken, ob irgendwo Knochen liegen oder so, ne? Ja. Gab's hier einen Keller? Ich habe keinen Keller gesehen. Was? Ich habe keinen Keller gesehen. Bist du müde? Ja, ohne Temperaturgerät ist das schon ein bisschen schwierig jetzt, oder? Da den richtigen Weg zu finden? Ja, wir müssen aber einmal durchgehen, glaube ich, und mal gucken. Aber wonach suchen wir jetzt? Nach Knochen oder was? Ja, nach Knochen und so. Noch können wir nichts passieren, glaube ich, oder? Wo seid ihr? Weil ich sehe gar nichts mehr. Ah, hier ist einer, okay. Ja. War eine echt hässliche Schule. Wo ist die Kiste überhaupt? Kiste? Keine Ahnung. Was, wo bist du? Ich lebe noch. Ja, aber ich dachte, wir bleiben alle zusammen. Wir warten neben mir. Vibes von Outlast.
gar nichts, es ist einfach total dunkel. Aber die Räume sehen immer gleich aus, oder? Hm, ziemlich. Dann beim Knochen das Buch vielleicht hinlegen? Ist das ein Indiz, dass sie da sein könnte? Glaube ich nicht. Kann man hier kein Licht anmachen in dem Raum? Ach doch, hier. Wo denn? Wo war der Knochen? Direkt im Eingang. Bist du hier? Ich glaube, die reagiert nur auf dich allein dann. Oder der ist es denn eher? Bist du hier? Steckst du dich denn da im Dunkeln? Daniel, dachtest du, ich sehe dich nicht? Hier ist die Sporthalle. Chris, lebst du noch? Chris lebt noch, der macht gerade was mit den Katzen. Vorsicht, ist rutschig, ja? Wollen wir mal in den ersten Stock gehen? Im Erdgeschoss ist überhaupt nichts los. Ja, wir haben die erste Hälfte, können wir oben lang gehen, einmal durch, ne? Warum ist hier die Tür auf? Ist es von Bedeutung? Ja, zum Wegrennen, aber die macht die Tür eben zu. Das finde ich auch so dumm, dass da alle Türen zugehen. Ah, hier ist Chris. Nee. Haben wir Chris wieder gefunden? Oder wer ist das? Ja. Ich musste gerade so... Telefon! Klingt das hier oben oder wie? Nicht hier. Oben, oder? Müssen wir nach oben. Oder ist denn das im Nachbarraum? Harold, kannst du nochmal anrufen, bitte? Meint ihr das da oben oder hier unten? Wir wissen nicht. Hat, also in dem Raum war es links jetzt nicht. Lasst mal zusammenbleiben, ihr geht schon wieder alle vor. Ich habe keine Taschenlampe. Sonst habe ich das hier im Herrenklo was. Lass uns mal hochgehen. Okay. Ey, überleg mal, sowas machen Leute in echt, ne? Geisterjagd? Ich würde mich so einscheißen. Vor dir würde ich mich einscheißen im Dunkeln. Alter, ist das ja echt stockfinster. Oh, gar nichts. Ja, ist echt übel. Taschenlampe bringt ja fast gar nichts, ne? Ich kann zwischendurch halt ja die Lampe machen. Ist eigentlich der Raum mit dem Generator sein, ne? Ja. Wo ist der grün? Ja, hier ist die Sicherungskasten bei mir. Okay, wir sind auf der Seite. Bist du hier? Ja, wir haben bisher nichts gefunden, ne?
Ne, gar nicht. Weil das Telefon hätte doch eigentlich irgendwo klingeln müssen. Wie alt bist du? Haben sie ihre Hausaufgaben gemacht? Ah, jetzt sind sie alleine. Du hier? Er hat die Zimmerfeinde gekillt. Er ist endlich ein Mörder. Ich glaube, der Geist ist eine Katze. Bilbo. Vielleicht richtet sich das zwar nur gegen pflanzliche Wesen. Aber einen weiteren Dings haben wir jetzt nicht gefunden, ne? Einen weiteren Knochen? Also, ich hab jetzt gesehen, ich hab Fingerabdruck oder noch nicht. Oder kannst du mal das Pulschen nach Fingerabdruck untersuchen? Das ist ja nicht. Schau mal oben richtig auf. Die Soll ich die Kamera hier oben einfach mal irgendwo hinstellen, oder ist das doof? Ja, würde ich auch, glaube ich, meine Ding halt oben hinstellen, aber... Ich glaube, sinnvoll... Ich werde da eine Treppe zu sein. Bist du hier? Wie alt bist du? Magst du Kekse? Ja. Ja, Leute, ich glaube, wir packen wieder zusammen und fahren, da ist nichts. Ein Tag ist Journey, es war nichts. Ja, die Sache ist, da hat er von das Telefon geklingelt. Ich glaube, da müssen wir halt in die Richtung. Aber das war ja dann eher mittig rechts, oder? Hat sich gerade wieder geklingelt? Irgendwo auf dem rechten Ohr? Ich hab nichts gehört. Kann es sein, dass das Licht nicht mehr an- und ausgeht? Ja, anscheinend. Wollen wir mal zur Sicherung? Okay. Wo war die? Wir müssen hier rumlaufen und den ganzen Gang lang. Herr Bilbo. Wo ist die Abstellkammer? Seht ihr denn mit euren, bist du hier? Mit euren Taschenlampen mehr? Nein. Nicht wirklich, nein. Aber meine Kamera Achtung, kann... Achtung! Was? Meine Kamera kann 1080 aufnehmen, mega gut. Ey, das wird ein richtig gutes YouTube-Video. Okay, hier ist jetzt die Treppe. Wo müssen wir jetzt lang nochmal? Habt ihr nicht irgendwie gesagt? Wir haben gesagt rauf, dann rechts. Ja, und dann eigentlich drei Räume. Die dritte Tür. Die dritte Tür von rechts. Die dritte Tür von rechts. Auf der rechten Seite müsste das sein. Das ist wie auf der anderen falschen Seite. Ich glaube diese Seite. Ja, aber hier gibt es keinen rechts. Hier ist keine Tür. Das ist die falsche Seite, ja. Eine Tür? Ja, das sieht nach Sicherungsraum aus, oder? Nee, da wo ich dann war. Die dritte Tür. Hier ist die dritte Tür. Ne? Die ist auch offen. Und hier ist das Bad. Ah, ich hör Stimmen. Okay, wo? Schon links. Der ist im Badezimmer hier vorne drin. Seid mal leise. Exorcizamus T, Omnis Immunum.
Spiritus Omnis Santanica Potenza. Der rennt hier rum! Oh. Schreib ins Buch! Ich glaube, Daniel ist tot. Der ist zielstrebig zu Daniel gegangen. Weil er die ganze Zeit gesagt hat, Satan in ombre, in ominus sante. Ja, dann sag doch sowas nicht. Ich leg mal bei Daniel das Buch hin. Warte mal, ich muss da ein... Kannst du mal bitte beiseite gehen? Du stehst auf dem Buch. Warte, Ritual. Und ich nehme mal Daniel seine Sachen auf. GG, easy, noob. Und das EMF. Weil wichtig ist, dass wir danach die Sachen wieder aufnehmen. Also ich habe bei Daniel jetzt... Schreib in das Buch. Genau, das Buch hingelegt und die Kamera. Mal gucken. Vielleicht kommt er ja nochmal vorbei. Der kam übrigens aus dieser Richtung hier. Ist aber an mir vorbeigegangen, Gott sei Dank. Ja, aus der Richtung. Aus der rechts hier, ja, kam er. Wo bist du? Chris, bleib mal hier. Lass mal Neo ein bisschen rumlaufen. Weil der muss... mein Bewegungssensor hier oben mal in die Ecke hängen? Ja, mach doch hier vorne, wo das Opfer sozusagen gestorben ist. Dass es genau da gegenüber hält. Harold. Mach mal hier hin, hier an die Wand. Was, Harold? Ich höre dich nicht. Harold. Harold Straffen. Ja? Der kommt wieder, Chris. Fick dich ins Knie. Komm und hol. Chris! Also EMF hat nicht ausgeschlagen, als er gejagt hat, Leute. Das können wir wegstreichen. Magst du Kekse? Hast du gehört, Neo? Das EMF hat nicht ausgeschlagen. Das können wir wegstreichen. Das hat gar nicht reagiert bei dem. Wie sieht's denn aus? Hat er ins Geisterbuch geschrieben? Nee. Nein. Das steht hier noch. Er hat nicht gesprochen. Aber der kommt immer von da rechts lang gelaufen, komischerweise. Also Geisterbuch... Ich glaube, er kommt wieder. Bist du noch da, Neo? Ja. Wo bist du denn? Klassenraum gegangen. Okay, EMF hat er nicht gehabt, ja. Nee. Wo bist du? Was haben die anderen beiden noch mitgehabt? Ich habe alles von Daniel aufgenommen. Was hat er gehabt? Ich kann noch was mitnehmen. Taschenlampe und dieses andere Fingerabdruck-Dings. Aber EMF schlägt halt gar nicht aus. Soll ich mal, ich leg mal EMF hin, ich nehme mal deins auf und geh mal in den anderen Raum rein und mach mal hier zu. Bist du hier? Bist du ein... Jetzt kommst du genau in meinen Raum. Ja, weil er gerade gelaufen ist. Schlägt das EMF gerade aus? Ja. Aber wie viel? Ich hab's Aber warum schlägt es da aus? Und ich hab's die ganze Zeit in der Hand im Türrahmen und dann kommt er nicht. Das ist ja dumm. Ich glaube, das war nicht das EMF, oder? Doch. Wo ist es denn? Das liegt doch hier auf dem Boden. Aber ins Buch hat er auch nicht geschrieben. Er ist jetzt mehrmals hier vorbeigelaufen. Das mache ich weg. Das hat er auch nicht gemacht. Fingerabdrücke
sehe ich auch nirgendwo. Die ganze Zeit nicht. Oder wir legen das Buch mal woanders hin. Ich leg das Buch mal hier mehr hin. So. Ich geh mal nochmal in den Raum und red mal nochmal mit ihm. Geh mal dann in den anderen Raum, ja? Weil sonst kommst du genau bei mir rein. Der redet ja nur mit mir alleine. Okay. Geh mal in den anderen Raum. Und dann probieren wir es nochmal. Ja, probier. Harold, schreib in das Buch. Bist du hier? Hallo. Antworte mir. Bist du hier? Ich höre dich, du verdammter Arsch. Schreib in das Buch. Hallo. Schreib in das Buch. Ist er wieder weg? Leo, ist er wieder weg? Ja. Ein Buch hat er immer noch nicht geschrieben. Ist doch Hurensohn. Okay, das, was du da hast, ist doch dieses Dots. Blablabla. Bla, bla. Was soll denn das machen? Mal gucken. Das kann man sehen, ob er da durchläuft oder nicht. Aber macht das Signale, oder? Nein, deswegen muss ich ja gucken. Aber wo liegt das? Wo liegt das Buch? Das Buch liegt genau davor. Soll ich ihn... Sollen wir nochmal rufen? Ja. Harold, hörst du mich? Wo bist du? Komm und zeige dich. Wir rufen dich, Harold. Kacke, der kommt wirklich halt angelaufen, oder? Bist du hier? Komm und erscheine. Harold. Ich beschwöre dich. Wie geht es dir? Bist du traurig? Wie alt bist du? Oh fuck, meine Taschenlampe ist noch an. Hä, warte mal, also der reagiert auf jeden Fall auf Stimmen. Ja. Was steht denn bei Yokai? Yokai. Schreib in das Buch. Das Sprechen in der Nähe eines Yokais verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Ja, den kann man ja rufen. Der wird von menschlichen Stimmen angezogen. Also steht Yokai. Hier. Aber hier steht sich für den haben? Geisterbox, Geisterorb und Dots Projector. Alles, was wir derzeit da liegen haben und was er nicht hinnimmt. Hm. Ich mach das mal hier vorne hin, ja. Guck mal, weil jetzt kommt er gar nicht. Wir reden ganz normal und er kommt nicht. Also es könnte schon Yokai sein, der sich von Stimmen angezogen fühlt. Er kommt doch. Wo ist denn der? Aber das ist doch nicht hier im Raum, oder? Schreib in das Buch. Was wirst du denn da für Bücher? Ich hab das falsche Buch aufgeguckt. Ich geh mal einen Raum weiter, ja? Einen Raum weiter, ich komm mit. Ins Männerklo, wir beide nehmen? Ach ne. Was hebst du denn da immer auf? Ach, das ist das Buch, oder? Ja. Ja. Ich hol mal den Projektor.
Schreib in das Buch. Harold, bist du hier? Antworte uns. Aber der ist auf jeden Fall krass laut. Schreib in das Buch! Harold, du dumme Sau! Oh mein Gott! Es waren nur vier. Neo, es waren nur vier. Also kein... Oh Gott, meine Finger schwitzen! Der ist hinter mir lang gelaufen! Aber auch kein Dot-Projektor. Was ist denn Dot-Projektor? Was macht das? Ja, das Grüne. Ja, aber da ist er ja nicht durchgelaufen. Ich hab ihn ja nicht durchlaufen sehen. Nee, aber erst müsstest du auf den Gang. Mach mal in die Tür hier, falls er hier reinkommen würde in den Raum. Und ins Buch? Wo ist das Buch? Da hat er auch nicht reingeschrieben. Schnell, er kommt wieder. Schreib. Probieren wir nochmal. Ich mach mal EMF wieder an. Wo ist das Buch? Das liegt hier vorne. Da. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch, Harold! Du blödes Arsch. Arschgeweih. Siehst du, wenn er da durchläuft? Ja. Aber ist das denn rot oder wie ist das denn? Nein. Dann siehst du im Schatten, der durchläuft. Ah, okay. Okay, wir probieren das jetzt noch mal einmal aus. Harold! Ich bin die Tür, ja. Ja, dann müsst du dann... Schreib in das Buch. Okay, wenn er 300 Mal nicht ins Buch geschrieben hat, ne? Dann wird er vielleicht beim 400. Mal ins Buch schreiben. Chris, schläfst du neben mir? Tot. Du bist tot? Nee! Er schläft! Harold! Wir warten! Digga, schreib doch jetzt mal in das scheiß Buch rein. Komm jetzt, wir warten auf dich hier im Raum. Ist das jetzt nochmal woanders angelegt? Harold! Harold, komm bitte, wir warten auf dich. Er hat richtig Bock. Ja, aber irgendwie auch nicht, ne? Oh, jetzt kommt er. Ja, Dots. Ich bin tot. Really jetzt? Jetzt bin ich alleine? Okay, dieser Stream verzögert sich um 400 Stunden. Ah, Geisterbox war es auch nicht. Also entweder eine Banshee... Sirene ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Es wurde festgestellt, dass sie Leute aussucht, bevor sie angreifen. Manchmal kann man das Geschrei einer Todesfee mit einem Fingerabdrücker. Aber wer lebt denn jetzt? Achso, gar keine. Oh, Alter, ich hab mich verrissen. Alter, meine Hände sind richtig schwitzig. Ein Handtuch war das? Ein Handtuch? Das hat mir gar nicht zur Auswahl.
Hatten wir das nicht zur Auswahl? Aber der hat auch. Nein, aber der hat auch auf nichts angeschlagen, außer die Dots am Ende jetzt. Ja, vor allen Dingen, hättest du das nicht verraten, hätte ich das gar nicht gesehen, ne? Dass er die Ich war noch am Leben. Ich war noch am Leben. Ja, ja, du hast das gesehen, bist dann gestorben. Das war alles gut. Ja, ich hab direkt gerufen, ne? Ey, das ist schon echt schwierig, oder? Das ist einfach. Ja, überleg mal. Dann können wir noch einmal probieren. Wir müssen doch irgendwie noch. Aber wir sind immer noch Level 1. Aber wir brauchen. Was du mit der Katze? Aber der Geist war eindeutig eine Katze. Chris. Aber wir brauchen auf jeden Fall so ein Thermometer. Weil ich finde, wenn wir das Thermometer nicht haben, dann kriegt man schon gar keine Andeutung, ob das jetzt. Wer oder was das jetzt war. Eva. Chrissy. Oh was machst du mit ihr? Er hat sie nur auf dem Arm. Sie ist einfach so rollig. Sie ist so dick. Kannst du nicht umdrehen, Eva? Komm, ich helfe dir. Mikrofon kaufe ich, glaube ich, auch mal. Fotoapparat kaufe ich auch noch eins. Kaufe ich auch noch eins Fotoapparat. Eins Fotoapparat. Ja. Jetzt habe ich kein Geld mehr, jetzt bin ich eine arme Sau. Okay. Ich habe kein Geld für ein Thermometer. Ja, ich habe ein Thermometer. Ich habe ein Thermometer schon gekauft. Wir haben jetzt ein Thermometer, wir haben zwei Fotoapparate. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich mache mal ein Fotoapparat wieder weg, oder? Ja, einer reicht ja. Einer reicht, oh! Dann haben wir einen Dot-Projektor, ein EMF-Gerät, eine Taschenlampe, ein Geisterbuch, eine Geisterbox, eine Taschenlampe nochmal, eine UV, eine Videokamera. Also wir bräuchten. Brauchen wir. Braucht jeder eine Taschenlampe? Theoretisch brauchen wir zwei Taschenlampen, dann können wir zu zweit rumlaufen. Ne? Was macht denn eigentlich eine Geisterbox? Mit der sprichst du, mit dem Geist. Antwortet dann. Das Radio. Genau, genau. Genau, dieses. Dann hörst du dann nicht mehr das Rauschen, sondern die Stimme. Die Frequenzen. Genau, also wir haben jetzt zwei Taschenlampen, ein Buch, eine Box, eine Taschenlampe für Fingerabdrücke, eine Kamera und ein Fotoapparat Alter. Und ein Thermometer. Ist das der Scheiß, weil jetzt wirklich hier hinter das Ring holt? Scheiße, Mann. Ich will mal die UV-Taschenlampe nehmen diesmal. Okay. Ja, kannst du mal. Wollen wir ins Farmhaus gehen? Ja! Ja.